Konzept 36, die Kapillarität. Die Kapillarität ist das Phänomen vom Saugen ohne Unterdruck. Im Normalfall sorgt die Erdanziehungskraft mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat dazu, dass Wasser bergab und nicht bergauf fließt. Deswegen brauchen wir Pumpen, die das Wasser auf eine höhere Ebene befördern. Doch wie überall gibt es Ausnahmen und in diesem Fall finden wir sie in der physikalischen Chemie. In besonders dünnen Glasröhren, den sogenannten Kapillaren, wird Wasser nach oben gezogen, ohne mechanischen Einfluss. Den gleichen Effekt entdeckt man auch bei dem Aufsaugen von Wasser mit einem Küchentuch. Die Kapillarität beruht auf dem Grenzflächeneffekt. Die Oberfläche von Wasser stellt eine Grenzfläche zwischen der Flüssigkeit und der Gasphase sowie zwischen der Flüssigkeit und einer festen Oberfläche. Zweiteres ist für uns jetzt wichtig. Es wirken jetzt nämlich nicht nur die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen im Wasser zum Phaseninneren, das sind die sogenannten Kohäsionskräfte, sondern dazu auch noch von den Feststoffmolekülen, die Adhäsionskräfte. Diese Kräfte bewirken nun eine spezifische Oberflächenspannung. Flüssigkeiten, die eine niedrige Oberflächenspannung besitzen, bilden einen flachen Tropfen auf der Oberfläche. Es überwiegt die Adhäsion. Steigt der Anteil der Kohäsion, so steht auch die Oberflächenspannung und umso stärker zieht sich der Tropfen zusammen. Diese Tropfenform lässt sich mit dem Benetzungswinkel Theta beschreiben. Es wird gemessen über eine Tangente am Flüssigkeitstropfen, am Berührungspunkt mit der Feststoffoberfläche. Dieser Punkt. In Kapillaren kommt es aufgrund von solchen Verhältnissen zur sogenannten Aszension. Die Flüssigkeit steht im Konflikt. Einerseits will sie den Benetzungswinkel am Glasrand ausbilden, andererseits ist die gewölbte Oberfläche größer als eine flache Oberfläche. Das hat zur Folge, dass die Oberflächenspannung zwangsweise das Wasser ein Stück nach oben zieht und zudem lässt der Benetzungswinkel das Wasser an der Glaswand ansteigen. Dem Effekt kommt zugute, dass der geringe Radius der Kapillarität auch nur relativ wenig Wasser mit sich zieht und so das Gesamtgewicht, auf das die Gewichtskraft wirkt, gering ist. Im Vergleich zu Wasser hat zum Beispiel Quecksilber einen zu hohen Benetzungswinkel, dass sich die Flüssigkeit an der Grenzfläche zum Glas nach unten wölbt. Es ist eben genau der gegenteilige Effekt und nennt sich Depression. Und um nun herauszufinden, wie hoch ein Tropfen an einer gebenden Kapillare steigt, kann eine Formel herangezogen werden. Die Formel setzt sich aus zwei anderen zusammen. Zum einen aus der Berechnung der Masse aus dem Volumen der Kapillare, das ist m gleich Pi mal r Quadrat mal h mal der Dichte, und der Berechnung der Strecke s, das heißt der Umfang der Flüssigkeitssäule gleich der Kontaktstrecke, das ist s gleich 2 mal Pi mal r. Und wir haben eine dritte Formel, f gleich m mal g gleich Sigma der Oberflächenspannung mal s, die berücksichtigt werden muss und in diese beiden Formeln mit einfließt. Die erste und zweite Formel werden nun gleichgesetzt und die dritte wird berücksichtigt. Daraus folgt Pi mal r Quadrat mal h mal der Dichte mal g gleich Sigma mal Cosinus mal 2 mal Pi mal r. Diese Formel wird nun nach h aufgelöst und man kommt zum Ergebnis, dass h gleich 2 mal Pi mal r mal Sigma durch Pi mal r Quadrat mal der Dichte mal g ist. Nun haben wir 2 mal Pi und r, die beide herausgekürzt werden können. Und dann bleibt nur noch übrig 2 mal Sigma durch r mal g mal der Dichte. Der Konzepttest. In dem Konzepttest ist die Höhe gesucht, um die Wasser ansteigt, wenn man eine Kapillare mit dem Radius gleich 1 mm erhält. Da wir die Steighöhe nicht wissen und uns Sigma fehlt, müssen wir diesen Wert aus der Literatur entnehmen. Sigma ist nun für uns 0,072 Millinewton durch Meter. Nun können wir alles gleichsetzen. Die Formel steht hier und wir kommen zum Ergebnis, dass es 3 cm sind. Der Benetzungswinkel Theta kann hier wegfallen, da er bei Wasser gleich 1 ist, Cosinus 0.